Alicia ist bei mir. Und zwar geht es jetzt um das Thema KI. Reingekommen bist du über die Heilbronner Stage sozusagen. Also wir haben hier auf der Lobby Stage immer Slots für die Präsenzbühnen auch. In diesem Jahr haben wir ja noch ein paar mehr Präsenzbühnen in Heilbronn, wie auch im letzten Jahr die Stage, die der KI-Campus gefüllt hat. Und da gibt es ein Projekt, das uns der KI-Campus vorgeschlagen hat, wo er gesagt hat, das ist lohnenswert, dass wir da mal auf der Lobby Stage drüber sprechen. Und das ist das... Ist Projekt eigentlich der richtige Ausdruck? Ich weiß gar nicht. Wir sind ein Verein. Ein also Verein, okay. Gestartet als Projekt, mittlerweile offiziell Verein. Verein, nämlich der Verein. Vortragen. AI for Democracy. Und bei mir ist Alicia Fett. Sie hat, bei mir steht noch Wirkungsallianz. Sie hat die Wirkungsallianz oder den Verein mitgegründet und sucht Wege, wie KI zur Stärkung unserer Demokratie eingesetzt werden kann. Und ich habe mal ein bisschen auf eurer Website rumgestöbert und fand ein Zitat da ganz gut, was ich jetzt gerne mal teilen möchte. Bei AI for Democracy glauben wir an die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz, um die Qualität und Reichweite unserer Demokratie zu verstärken. Unsere Vision ist es, durch den Einsatz von fortschrittlichen Technologien eine inklusivere, transparentere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Also ihr glaubt sehr an die Kraft, die KI mitbringen kann für die Demokratie. Ist das richtig? Genau, und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen unser Fokus, weil wenn man sonst über KI und Demokratie nachdenkt, kommen mir zumindest oder kam mir, bevor ich das gestartet habe oder mit dort mehr Teil wurde, immer eher dystopische Ideen, die Gefahren von KI sind sehr präsent, auch wenn man in die Medien Voll. Guckt, ja. Das ist das Bild, das rüberkommt ja. Und das stimmt ja auch, die Gefahren sind auf jeden Fall real, aber wenn wir nicht darüber nachdenken, wie denn auch eine positivere Vision aussehen könnte, ist die gar nicht möglich. Und deswegen, und ich spreche auch immer von wir, weil nicht ich mache das, sondern wir als Wirkungsallianz, unser Verein besteht aus ganz vielen, ganz tollen Organisationen, die sich schon auch lange für die Demokratiestärkung einsetzen und jetzt eben den nächsten Schritt gehen wollen, zu sagen, wie können wir denn gemeinsam auch KI dafür nutzen? Weil KI kommt, KI wird da sein, KI ist sowieso das Hype-Wort schlechthin dieses Jahr. Und wir möchten uns eben darauf konzentrieren, welchen praktischen Nutzen kann KI denn haben für die Demokratie? Mhm. Nochmal kurz zu dem Verein, wenn du sagst, da stecken ganz viele Menschen dahinter. Wie seid ihr aufgestellt? Wer ist das alles? Also mittlerweile sind wir seit heute 19 Organisationen. Mhm. Also sehr viele, zu viele, um die jetzt alle vielleicht einzeln aufzählen zu können. Aber ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel der KI-Campus ist bei uns dabei. Mit denen haben wir auch gerade unseren ersten Kurs veröffentlicht oder wir sind offiziell gelauncht erst vor 2 Monaten, das ist alles noch ganz frisch. Aber den ersten Kurs gibt es eben schon mit dem KI-Campus auch auf unserer Website oder auf der Seite des KI-Campus. Den kann man sich auch gerne schon angucken. Da werden die Basics von KI nochmal ganz grundlegend erklärt und mit Fokus darauf, welche Einflüsse das auf unsere Demokratie haben wird. Den habe ich auch gesehen, den Kurs. Und genau wie du sagst, nämlich mit diesen Grundlagen, also das hat mich dann angesprochen, wo ich gedacht habe, okay, da kriege ich nicht nur jetzt was in Bezug auf Demokratie, sondern werde auch erstmal aufgeschlaut zum Thema KI generell. Ne? Also insofern auch da auf jeden Fall ansprechend. Ist vielleicht eine sehr große Frage, aber wie sieht denn die Zukunft von KI und Demokratie aus? In also eurem Sinne. Eine sehr, sehr große Frage, die ich auch gar nicht beantworten kann oder will, sondern ich glaube, unser Ziel ist es, zu befähigen, diese Frage für sich selbst beantworten zu können. Mhm. Und dafür muss man sich eben ein Stück weit mit KI auch auskennen. Ich glaube, gerade wenn wir an die Bildung denken, brauchen wir da einfach eine Bildungsoffensive, weil wenn wir nicht wissen, was KI ist und wie KI uns auch schon heute auch die Demokratie beeinflusst, dann können wir uns überhaupt keine Meinung bilden. Und worum es ja in der Demokratie auch geht, ist, das durchzusetzen, was wir alle gemeinsam als Zukunft möchten und darauf zuzusteuern. Und mit unserer Allianz hoffen wir, darauf natürlich ein Stück weit eine Antwort geben zu können, aber vor allem zu befähigen, diese Antwort zu geben. Okay, also es geht auch viel um erstmal Klarheit. Es gibt ja auch nicht die KI, ne, sondern auch einfach zu gucken, was ist das alles. Und wenn du jetzt irgendwie so diese positive Vision hast, was kann ich denn zum Beispiel tun, um mit KI
die Demokratie zu stärken. Ich bin da noch so ein bisschen unbedarft, gebe ich mal jetzt zu. Also wie schon gesagt, wir haben ja schon unseren ersten Kurs. Ich glaube, es startet auf jeden Fall mit Bildung. Mhm. Man kann sich angucken, wie beeinflusst KI mein Leben heute schon? Wie könnte ich das einsetzen? Es gibt auch ganz praktische Möglichkeiten, beispielsweise Algorithm Watch ruft immer wieder zu einer Datenspende auf, weil um zu verstehen, wie KI funktioniert, muss man häufig erstmal sich die Datensätze angucken, mit denen sie trainiert wurden. Und Datensätze sind meistens doch sehr rar in bestimmten Bereichen. Okay. Zum Beispiel der letzte Aufruf war dazu, dass man seinen Lebenslauf spenden kann, weil sie sich angucken wollten, wie sehen Lebensläufe aus, was bedeutet das, wenn eine KI Lebensläufe auch scannt. Also es gibt ganz kleine praktische Möglichkeiten, aber vor allem sich mit dem Thema beschäftigen und sich zu überlegen, wie möchte ich KI in meinem Alltag, wie möchte ich KI in der Zukunft denn in meinem Leben integriert haben? Also ganz viel um Bewusstheit auch des Einsatzes. Und jetzt hattest du eingangs schon gesagt, dann finden sich sicherlich viele wieder, dass man bei der Kombi KI und Demokratie immer erstmal so diese Gefahren im Sinn hat. Wie kommt man dann so ein bisschen weg von dieser Sichtweise? Was mir immer hilft, ist, ich gucke mir gerne auch mal positive Beispiele an. Also diese negative Sichtweise, ich glaube, die ist wahnsinnig wichtig. Die darf aber nicht zu reiner Angst werden. Weil mit Angst kommen wir da auch nicht weiter, sondern klar, wir müssen gucken, wo sind unsere Grenzen, wo wollen wir uns schützen. Das ist dann auch Aufgabe der Politik. Aber wir können uns auch angucken, wo wird vielleicht KI schon eingesetzt, was können wir vielleicht auch mal kopieren. Was sind kleine Beispiele, wie KI auch helfen kann, um da auch Berührungspunkte zu schaffen. Hast du da mal ein paar Beispiele für uns? Also gerade KI und Demokratie gibt es leider eher weniger, aber ein schönes Beispiel, das ich immer gerne nenne, ist, dass der Gestaltung des Ali-Salomon-Platz, da hat beispielsweise das City Lab einfach einen Container auf diesen Platz gestellt und es ging darum, wie wird dieser Platz jetzt neu gestaltet. Wir wollten BürgerInnen mit einbeziehen. Was ist das für ein Platz? Ich kenne den nicht. Oh, das ist ein Platz in Berlin. Okay, ich bin keine Berlinerin, genau. Für die auch nicht aus Berlin, also hier in Berlin. Genau, ein öffentlicher Platz in Berlin, der neu gestaltet werden sollte. Und dort wurde KI dann so eingesetzt, dass sie ein Tool genutzt haben, mit dem man diesen Platz eben darstellen konnte auf einem Bildschirm. Und verschiedene PassantInnen konnten dann sagen, okay, ich möchte, dass dieser Platz so aussieht, dass hier noch ein Baum steht und hier eine Bank. Weil was für Architekten und Architektinnen sehr leicht ist, sich so einen Raum vorzustellen und zu überlegen, was packe ich wohin, ist nicht für jeden so einfach. Das heißt, hier hat die KI geholfen, für die PassantInnen, die BürgerInnen, die eben ihre Stimme oder ihre Meinung teilgeben wollten, das zu tun und dabei zu helfen, irgendwie ihre Ideen zu visualisieren. Und das finde ich jetzt immer ein schönes kleines Beispiel, wie Partizipation durch KI auch gestärkt werden kann. Vielleicht eins, an das man nicht sofort denkt. Und vor allem eins, bei dem es auch sicher ist, das mal auszuprobieren. Weil die Leute, die dort mitgemacht haben, haben einen ersten Berührungspunkt zu KI. Das heißt, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und wenn jetzt im Notfall was schief geht, ist es noch nicht so dramatisch, wenn der Baum dann doch woanders steht, als vorher vielleicht geplant. Das heißt, solche kleinen Beispiele zu schaffen, die Berührungspunkte bieten, die Partizipation beispielsweise ermöglichen oder auch Barrieren abbauen, bei denen es aber noch nicht so gefährlich ist, wenn es dann doch schief geht, weil das kann es eben immer. Auf der Ebene erstmal testen sozusagen. Was habt ihr denn jetzt in dem Bereich alles schon gemacht, um so diese Sichtweise nach vorne zu bringen und die Demokratie durch KI stärken zu lernen? Wir haben zum Beispiel gerade einen Ideenwettbewerb gewonnen, vom KI-Campus auch und dürfen jetzt die Kurse noch breiter, die auch schon beim KI-Campus eben vorhanden sind, in die Öffentlichkeit tragen mit einer Kampagne. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und wir haben unsere erste Challenge. Das machen wir nicht immer. Wir bauen gerade einen kleinen Accelerator auf. Da werden Probleme gestellt. Und dann wird geguckt, wie kann man die durch KI lösen. Und dieses erste Problem wurde jetzt gelöst. Und zwar ging es darum, wie kann man Kandidierende im Wahlkampf unterstützen mit KI. Und die Lösung wurde jetzt gerade auf der Republika präsentiert. Und dabei kam ein Social Listening Tool heraus. Ein Social Listening Tool ist folgendes, in diesem Tool kann man verschiedene Themenbereiche angeben und sich angucken, wie spricht auf TikTok die AfD zu diesen Themen, um besser zu verstehen, welche Narrative werden da gepusht und auch besser zu verstehen, was macht die AfD und was machen AfD-nahe Gruppierungen auf TikTok.
ich glaube, hier auch der erste Schritt, das besser zu verstehen eben ist. Social Listening Tool, das finde ich total spannend. Also wie funktioniert das? Das schaut sich die, also hört und liest? Social Listening Tool bedeutet erstmal, dass die Daten natürlich von TikTok gekratzt werden, heruntergenommen werden. Und das passiert über Bots. Die genauen technischen Hintergründe sind, glaube ich, die kann man sonst auf unserer LinkedIn-Seite, haben wir dazu einen Beitrag, nochmal nachlesen. Im Endeffekt geht es erstmal darum, man muss die ganzen Daten sammeln, die von AfD-Accounts und AfD-nahen Accounts eben dort publiziert werden. Und dann werden die KI-basiert analysiert, um herauszufinden, was sind die wichtigsten Themen, über die gerade gesprochen wird. Und um auch so ein bisschen die Mechanismen dahinter zu verstehen. Und das können dann wiederum Menschen im Wahlkampf für sich nutzen, weil sie es verstanden haben, oder? Genau, es geht einfach darum, weil gerade auf TikTok die demokratischen Parteien momentan noch nicht so stark vertreten sind, wie leider die AfD eben schon jetzt ist, da besser zu verstehen. Es geht auch nicht darum, das dann zu kopieren, sondern wirklich erstmal zu verstehen, was passiert da, wieso ist das so, über was wird gerade gesprochen. Und wie will ich es machen dann, ne? Um eine gute Basis zu haben, dann auch da auf den Kanälen präsent zu sein. Super, super spannend. Also wer Lust hat, sich ein bisschen mehr über euren Verein, eure Wirkungsallianz zu informieren, eure Website findet man unter aifordemocracy.com mit einer 4. Genau. Auf LinkedIn heißen wir genauso, da kann man uns auch gerne schreiben oder an hello@aiforddemocracy.com. Super. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick in dieses Thema gegeben hast und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Macht was draus. Super. Dankeschön. Danke.